Aykan, herzlich willkommen zum Partnerinterview heute. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden ja jetzt über deine bisherige Reise in der Ausbildung zur Hochpreisklauserin mal ein bisschen sprechen. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Was hast du denn beruflich gemacht, bevor du dich dazu entschieden hast, die Ausbildung anzufangen? Also hallo liebe Lea, erstmal. Stimmt, das haben wir ganz vergessen. Wie geht's dir denn? Ja, ganz, bei dir ist hoffentlich auch alles soweit ganz gut. Selbstverständlich. Haben wir vorher schon so viel gequatscht, dass ich ganz vergessen habe, dich nochmal zu fragen, wie es dir geht. Ja. genau, aber zurück zur Sachlichkeit. Was hast du denn beruflich gemacht, bevor du die Ausbildung angefangen hast? Beziehungsweise was machst du vielleicht jetzt aktuell auch noch? Ja, also ich habe Bürokauffrau gelernt, habe aber seit 15 Jahren gearbeitet. Ich habe dann irgendwann geheiratet, Kinder bekommen und mein Ex-Mann hat dann wirklich sehr viel verdient, sodass ich gar nicht mehr arbeiten musste. Ich habe mich nur um die Kinder gekümmert. Seit 2 Jahren bin ich geschieden, lebe auch wieder hier in Nordrhein-Westfalen mit meiner Familie und seitdem verwalte ich die Immobilien von meinem Bruder. Verstanden. Und wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, hey Mensch, ich möchte jetzt nochmal beruflich ein neues Kapitel aufschlagen, ich möchte Closerin werden. Wie kam die Entscheidung? Wirklich jegliche Möglichkeiten im Internet, dass das für mich klar, dass das ein Riesentopf ist mit so vielen Möglichkeiten. Und da habe ich einfach jegliche Möglichkeiten mir angeschaut, ausgeschöpft, also wirklich aber immer nur so theoretisch geguckt und geguckt. Ich habe lange mich damit beschäftigt, mit dem Closen, habe aber einen richtigen Coach gefunden, bei dem ich gedacht habe, boah, der ist es, weil die haben alle immer mit ihrem Laptop am Strand, vor einem Luxushotel, haben die dann ihre Aufnahmen gemacht und das war mir unrealistisch, das war mir einfach zu unrealistisch. Und dann kam irgendwie, der hat dann einfach mit seinem Hintergrundwissen so viel Klarheit ins Spiel gebracht, ohne da großartig, also ich habe jetzt nicht so viele Videos von dem gesehen, wo er da prallt mit Urlaub und Strand und Laptop und mich sowieso immer gefragt, wie soll denn das funktionieren? Ne? Allein das Meer, das Rauschen im Hintergrund. Ist ein Ja. Punkt. Ja, Okay. und so bin ich aufmerksam geworden auf die Sache und habe mich dann auch direkt eingetragen. Super, wunderbar. Wann bist denn du genau gestartet? Vor etwa 3 Wochen. Okay, das heißt, du bist auch ganz ordentlich zügig durchgekommen, ne? Müsstest dich jetzt in Woche 5 befinden, also bist ein bisschen über der Zeit. Ja. Ja, Oder eigentlich ein bisschen vor der Zeit. das interessiert mich einfach so sehr. Also ich saug das alles auf wie so ein Schwamm, weil ich habe wirklich sehr großes Interesse daran und habe auch einfach festgestellt, ich habe ja beim Close, in dem Moment, wo ich geclosed wurde, habe ich schon festgestellt, dass das eine Mega-Strategie ist, eine Mega-Methode, die dahinter steckt und dass diese einfach funktioniert, zu 100%. Ich bin der beste Beweis dafür. Super, das ist immer gut, wenn man direkt so startet. Ja, was konntest du dir denn jetzt bisher in der Ausbildung schon alles mitnehmen? Also gab es vielleicht 2 bis 3 Learnings, wo du gesagt hast, boah, das hat mich nochmal wirklich weitergebracht, das ist mir im Kopf geblieben. Was waren da so die wichtigsten Punkte bisher? Ja, es waren besonders die Videos zu den Verkaufstechniken, die mir geholfen haben, Strategien und Verkaufssignale zu verstehen. Ich habe einfach verstanden, wie das funktioniert. Das sind die mir wirklich meine Augen sehr weit geöffnet haben. Es ist also weniger die Sympathie, die Empathie des Verkäufers oder der Preis, sondern die Methode, die Strategie, die dahinter steckt. Unglaublich, Wahnsinn. Super, wunderbar. Ja, und dann geht es ja jetzt langsam bei dir auch in die Bewerbungsphase. Hast du dir denn da schon Gedanken gemacht, welche Branchen, welche Nischen besonders spannend für dich werden könnten? Ja, also am liebsten würde ich ja für Konstantin closen. Können wir uns gerne auch an anderer Stelle nochmal drüber unterhalten? Wirklich, ich bin einfach so begeistert von seiner Methode. Am liebsten würde ich für Konstantin closen. Und ja, es geht ja letzten Endes darum, den Menschen zu helfen, ein Produkt zu kaufen, was ihnen wirklich einen unglaublichen Mehrwert reinbringt. Und das ist im Endeffekt das, was dir wichtig ist bei der Auswahl des zukünftigen Jobs, oder? Also, dass da eine Firma ist, die Menschen wirklich weiterhilft, erstmal unabhängig vom Thema, oder habe ich jetzt so rausgehört?
unabhängig vom Thema. Ich sehe mich auch in vielen anderen Branchen, weil ich einfach die Fähigkeit besitze, mich in die einzelnen Situationen gut einzufühlen. Aber ja, das ist für mich einfach, wie gesagt, ich bin der beste Beweis, dass die Methode einfach so hammergut funktioniert. Und ich bin einfach begeistert von eurem Coaching-System, wie das verläuft, wie das abläuft. Ich bin hin und weg. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Jetzt gibt es ja mit Sicherheit auch Leute, die noch nicht so weit sind wie du, die vielleicht noch ein bisschen zweifeln, ein bisschen skeptisch sind, ob die Ausbildung wirklich was für sie ist, ob das Ganze vielleicht auch Sinn macht in ihrer Situation. Was möchtest du denn den Leuten basierend auf deinen bisherigen Erfahrungen noch mitgeben? Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, dass du vielleicht am Anfang ein bisschen unsicher warst. Wie sieht das denn jetzt aus? Was möchtest du da mitgeben? Also ich kann denen wirklich nur auf den Weg mitgeben, mit viel Fleiß und Disziplin werden sie sehr, sehr viel Geld verdienen. Diese Möglichkeit ist einfach da, dafür sind wir alle hier. Und natürlich gehört da auch viel Arbeit zu, aber es ist absolut machbar. Bin ich voll bei dir. Fleiß und Disziplin ist durchaus wichtig und dann kommt am Ende des Tages auch der Reward und dann kriegt man da auch was dafür und kann auch sehr, sehr gut verdienen. Vielen, vielen Dank, Aykan, für deine Zeit und für deine offenen Worte. Hat mich wirklich sehr gefreut und besonders würde es mich freuen, wenn wir uns in ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, wie lange es dauert, bis du wirklich untergekommen bist und deinen Job gefunden hast, wenn wir uns da einfach nochmal hören und ein Update-Interview aufnehmen, wo du denn letztendlich jetzt gelandet bist. Bis dahin viel Erfolg, toi, 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 weiterhin jetzt in der Bewerbungsphase. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir auch, Lea, und ich freue mich sehr auf diesen Tag.